Moin Moin, willkommen zurück zur zweiten Runde von Legion T2 im Ranglistenmodus. Double Locked In lässt darauf schließen, dass der Crablord im Starcaller spielen möchte. Das können wir demnächst eigentlich auch mal machen. Scheint ja ziemlich fett zu sein. Wir gehen allerdings auf die Burg. Warum habe ich Willkommen drei zum Tier 1 Jungfrau. Einheiten? Das ist so eine Frechheit. Wir nehmen das. Baum ist nicht schlecht. Harpien sind natürlich auch geil. Was haben wir denn so? Harpien raus. Ich könnte Starcrawler Harpien spielen. Das ist, auf der neuen habe ich nichts. Aufprallschaden. Wir nehmen es erstmal so. Wir machen Sakura-Blumen, Klassiker. Zack. Also großartig viele Tanks habe ich jetzt nicht. Der Roll gefällt mir irgendwie nicht so. Champion. Gatling Gun. Feuerelementar. Feuerelementar am Anfang sehr stark. Könnten wir sogar hier davor platzieren. Aber ich glaube, das geht erstmal klar. Okay, das sammelt, das heißt, er wird Pyro den Robo reinschicken. Nächste Runde. Hundertprozentig. Aber er hat Double Login gemacht für Metzger und ihn oder was? Kommt mir so vor. Müssen mit Setzlingen arbeiten. Dass wir die Blume beschützen. Der will die jetzt down machen. Nee. Hätte ich erwartet. Auf nächste Runde senden. Komische Geschichte. Komische Geschichte. Ich schalte mal weiter auf, mal sehen, was passiert. Wie gesagt, Tanks sehen bei mir nicht so gut. 80 geschickt, Double Robo. Ja, Blume geht wahrscheinlich down. Oder? Nö. Reingekackt. Drei Runden gesammelt für nix. Reingekackt. Hab hier mit hin. Locker rein. Ja, wir gehen auf den nächsten Wave. Ich sammle mal. Deswegen sind erstmal gut, um das Ganze abzuwehren. Ich habe keine Frontline. Zumindest im Moment nicht. Habe einen Warg platziert. Das heißt, ich schicke auf jeden Fall einen Robo mit rein.
Den schicke ich mal jetzt schon rein. Ja. Die Runde war schneller zu Ende, als ich dachte. Jetzt wird es schwierig, weil ich habe halt nicht so viel. Wir werten den mal auf. Wir werten das mal auf. Weil der Tank Frontline sieht es gerade sehr schlecht aus. Das reicht immer noch nicht für einen Tank. Wenn man durchgeprügelt, ist gut. Ich brauche halt 190, na. Sehr schön. Das habe ich gebraucht. Den DAX. Ich werde ihn tatsächlich hier nach vorne stellen. Das hat genau gereicht. 0 Gold. DAX ist dabei. Aber ich habe genau den DAX gebraucht für diese Wave. Blume geht auf jeden Fall down. Das kann ich nicht verhindern. Ich werde es auch nicht halten. Aber ich habe trotzdem den DAX gebraucht, sonst hätte ich noch viel mehr verkackt. Metzger Buff. Ah, die scheinen immer Long Saves zu machen, dann aber auch ordentlich zu schicken. Wir hatten eine Maske auf, können auch eine Harpie bauen. Aufprallschaden, nächste Wave wird kacke. Nächste Wave wird richtig kacke. Das hat 140 geschickt bekommen, das ist nicht so einfach. Die gehen auch auf voll Worker und Angriff. Volle Kanone. So, wir haben keinen Aufprallschaden ordentlich. Ich werde die Blume auf. Kann ich sie noch ein bisschen hochstecken. Machen wir noch ein Robo rein, 4 Stück. Das sollte durchgehen. Ja. Die kriegen gut auf die Fresse durch meine Robos. Die kriegen weniger Schaden durch die Fernkämpfer. Und der kriegt 5% mehr Schaden durch magischen Schaden durch. Ich habe natürlich keinen Aufprallschaden gehabt. Großartig. Trotzdem werden wir überholen. 2 Stück.
Dann schicke ich noch Robos rein. Dann schicke ich noch Robos rein. Weil mehr Optionen habe ich nicht. Wer sei mit rein? Zack. Schnecke noch mit rein. Mehr kriege ich nicht zusammen. Müssen ein bisschen auf Worker aufbauen, weil die haben übelst viele Worker und wenig Einheiten und bei uns ist es umgekehrt. Ah, die halten zu lange. Die haben zu lange gehalten. Magic Wave kommt erst auf 14 wieder. Bananenbaum. Dreizehn wäre für mich gut. Dreizehn wäre für mich gut. So, jetzt geht's erst los. Ich habe jetzt erstmal einen Bonus wegen der Burg. Okay, eine Blume down. Die zweite geht wahrscheinlich auch noch down. Ja, schade. So, wir sind bei Stich angekommen. Wir werden hier die Masken ein bisschen aufwerten. Können wir eine Harpie? Eine Harpie können wir. Und auf 13. 13 ist wirklich gut. Muss magischen Schaden auf jeden Fall her. Vor allem werde ich nicht zusammenkriegen, leider. Drache rein, Upgrade. Trotzdem jetzt angreifen. Ansonsten gehen wir halt auf die 15. Double Brute wird nicht viel bringen. Also doch. Teile schnell down machen, aber okay, das ist durchgekommen. Für die 15 werden Dinos optimal, weil magischer Schaden ist nicht da, nur halt die Atome. Müssen auch ein bisschen aufpassen. Wir könnten ihn jetzt upgraden für 420. Wir
Komm, wir werfen den auf. Hol noch zwei Worker dazu. 11 Stacks, das ist gut. Ja, Metzger, Albtraum, Pyro, alles mit reingepackt. Dann schicken wir zwei Dinos mal rein. Gucken mal, hab ich. Ich glaube fast nicht, dass das was wird. Ein Sanddachs. Der Dachs wird lange aushalten. Ich werde auch meinen upgraden. Nehmen wir mal ein Harpchen mit. Ja, viel ist doch nicht zusammengekommen. Schade. Haben wir ein bisschen den King aufgewertet. Jetzt kann ich ein paar Worker aufbauen. Hat ja leider nichts. Nö, meine beiden Bluchen. Hat viel Stichschaden. 18 wäre stark. Wäre echt gut. Also zumindest für mich. Ja, 18 gut. Eis mit reinschicken. Hat 440 gekriegt. Auch viele Upgrades. Schwieriges Game. Das habe ich auch selten gesehen. Hat er gut geblockt. Muss man schon sagen. Ich kann natürlich noch einen Baum platzieren. Ist, glaube ich, auch gar nicht verkehrt. Weil wir natürlich auch den Schaden von den Harpien erst später bekommen. Und so ein bisschen abgewehrt. Ist gar nicht schlecht. Ich muss auf jeden Fall ein Voreis reinschicken. Ja. Was wollen wir machen? Wir schicken Voreis rein, ganz wichtig. Schicke Hexen mit rein. Vielleicht für die kleinen Viecher, je nachdem, wie schnell die abscheißen. Ja, das block ich noch. Blut mit rein.
Und sonst Robos wahrscheinlich. Wir machen Maulwurf rein für die ganzen Atome. Aufprallschaden ist da, magischer Schaden ist da. Wir werden jetzt auch dick geschickt bekommen. Wundert. Ein bisschen magischer Schaden mit dem Ogre. Ich habe ihm mehr geschickt. Gebieterin, da war vorher unglaublich wichtig. Die kacken schnell ab. Hexen hauen rein. Nice. Ich kämpfe noch. Ich hab's leider nicht geschafft. Hat 980 gekriegt. Holy shit. Ja, es könnte das Ende sein. Schade. War knapp. Aber man kann nicht immer gewinnen. Der hat schon übelst viele. Der hat 83! Holy shit. Das muss ich mir angucken. So, Welle 1. 3 Walker. So. 6, 7, 8, 9. Welle 7 hat er schon 11 gehabt. Der hat übelst viele Walker gepusht. Hier. 16 Walker hat er da gepusht. Aber noch einfach alles gehalten. Holy shit. Ja, das war eine weitere Runde Legion. Schaut doch gerne bei anderen Videos mit vorbei. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.